Wenn die Börsen wieder steigen sollten, dann müsste wenigstens der Inflationsdruck jetzt mal zurückgehen. Es kann aber sein, dass genau das jetzt passiert und dass die nächste Erholungsrallye schneller kommt, als man denkt. Nur reicht das dann auch für eine nachhaltige Erholung? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wer braucht noch eine Heizung, wenn er einen Toaster hat? Das hier ist eine Probe für den Ernstfall. Und den Toast hier, den können Sie sich dann auch noch unters Hemd tun sogar oder auch unter die Bettdecke. Dann wird es auch da warm und gemütlich. Und wenn Sie das mit statt Toastbrot zum Beispiel auch mit einer Fliese oder so machen, dann können Sie die sogar wiederverwenden. Wir müssen Energie sparen. Es hilft alles nichts. Und es gibt ja auch schon sehr viele Vorschläge, wie man sowas machen könnte. Zum Beispiel Winfried Kretschmann, der baden-württembergische Ministerpräsident, der hat ja schon den Waschlappen eingebracht in die Debatte als Alternative zur Dusche, was ja auch nicht ganz falsch ist. Und es ist ja so viel im Umlauf, was wir schon immer falsch gemacht haben und was wir anders machen sollten in Zukunft. Vor ein paar Jahren hieß es noch, wenn wir unsere Elektrogeräte nicht mehr im Standby laufen lassen würden, dann könnte man nur dadurch zwei Atomkraftwerke abschalten. Ich habe das immer stark bezweifelt, die Geschichte. Jan Böhmermann hat neulich behauptet in einem Beitrag gegen eine Mineralwassermarke, wenn wir alle nur noch Leitungswasser trinken würden, dann würden wir mehr CO2 damit einsparen, als der ganze Inlandsluftverkehr verursacht. Oder das Thema Fleisch. Der Vizechef vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der hat vor einiger Zeit gesagt, in jedem Kilo Rindfleisch stecken 70 Liter Erdöl. Und damit hätten wir es ja eigentlich schon. Also kein Fleisch mehr, kein Wasser mehr aus Flaschen und die Geräte richtig einschalten. Dann müsste unser Energieverbrauch ja eigentlich langsam bei Null schon sein. Nur beim Fleisch, da haben sich dann ein paar Leute gefragt, wenn da 70 Liter Öl drin stecken, warum kostet es dann auch nicht auch so viel wie 70 Liter Öl? Und das war dann blöd und da hat er wieder und wieder zurückrudern müssen. Soll nicht heißen, dass Fleischproduktion jetzt keine Umweltbelastung ist, aber viel wird eben auch schnell mal in die Welt gesetzt da und alle halten das dann für bare Münze und geben es auch so wieder. Ein paar Dinge sind aber immer noch Konsens. Es gibt einen Krieg in der Ukraine, der hat zu einem starken zusätzlichen Preisanstieg geführt bei Öl, Gas, Kohle und vielen anderen Rohstoffen, die vorher schon stark gestiegen sind, muss man auch sagen. Und das hat jetzt aber maßgeblich dazu beigetragen, dass die Inflation gestiegen ist und dass die Notenbanken die Zinsen anheben und dass man eben Wirtschaftskrisen befürchtet und dass die Börsen im Sinkflug sind seit Januar. Und solange die Inflation hoch ist oder sogar noch weiter steigt, da ist schwer vorstellbar, dass sich das ändert. Jetzt gibt es aber, irgendwer klingelt hier gerade, jetzt gibt es aber eine sehr interessante Entwicklung. Ich bin neulich schon darauf eingegangen in meinem Rohstoffvideo vor 2 Wochen. Kupfer zum Beispiel ist stark gefallen, Eisenerz ist sehr stark gefallen, Sie haben die Charts damals gesehen. Oder aber eben auch Aluminium hat sich seit dem Hoch im März fast schon wieder halbiert. Ein Wahnsinnsrückgang. Der Chart hier ist von Trading Economics, da kriegen Sie wunderbare Charts auch zu den Rohstoffpreisen unter anderem. Und der hier auch, das ist Weizen, der Einjahreschart. Wir haben also auch bei Agrarrohstoffen sogar teilweise schon wieder sichtbare Preisrückgänge. Und dann natürlich allen voran Öl. Das hier ist jetzt wieder von TradingView. Brentöl auf einem Jahr, der wichtigste Rohstoff. Ebenfalls seit Juni in einer klaren Korrektur. Im März noch bei 140 Dollar. Letzte Woche ist es zwischenzeitlich aber sogar auf unter 90 Dollar wieder gefallen. Was kein gutes Zeichen ist natürlich. Es ist ja auch ein Konjunkturindikator.
Aber es kann einen natürlich schon auf die Idee bringen jetzt, dass der Inflationsdruck sich dadurch möglicherweise deutlich entspannt und dass wir dadurch das, was das Grundübel ist für die Börsen und die Wirtschaft, jetzt vielleicht wieder loswerden, eventuell sogar relativ schnell. Und nebenbei gesagt, sogar der europäische Gaspreis, zumindest der Spotpreis, auch der ist jetzt stark unter Druck. Er ist natürlich immer noch sehr hoch, aber wir haben auch da immerhin eine Korrektur um über 40% in weniger als 2 Wochen. Wir gehen jetzt erstmal in die USA zur Weltleitbörse. Haben wir da eine Chance, dass die Inflation jetzt wieder zurückgeht? Die Hoffnung gibt es ja schon länger. Ich habe auch dazu im Mai schon ein Video gemacht. Und vielleicht ist es hoch da inzwischen ja auch wirklich erreicht bei der Inflation. Die Juli-Inflationsrate in den USA, die war schon leicht unter der Juni-Inflationsrate, also von 9,1% runter auf 8,5%. Morgen gibt es dann die August-Daten, da darf man sehr gespannt sein. Das ist also ein ganz wichtiger Termin morgen. Aber welche Rolle spielt denn da jetzt zum Beispiel Öl für die Inflation? Energie an sich, die steht bei der Berechnung der Verbraucherpreise in USA für 7%. Und das ist wirklich nicht viel. Und natürlich ist ja auch seit Jahren umstritten, wie die Inflation da so berechnet wird. Oder dass zum Beispiel bei der Kerninflation Energie und Lebensmittel ja gar nicht mit drin sind, weil sie ja so stark schwanken würden. Aber machen wir uns nichts vor, das, auf das die Börsen schauen, das sind trotzdem fast immer die offiziellen Inflationsdaten, weil sonst ist ja auch nichts wirklich Greifbares da. Und was ich natürlich auch weiß, dazu brauchen Sie mal auch keine Kommentare schreiben. Auch wenn die Inflation jetzt auf Null fallen würde, dann hätten die Verbraucher natürlich trotzdem keine Entlastung. Dadurch ist es auch klar, die Preise wären ja auch dann immer noch genauso hoch wie vorher. Sie wären nur nicht nochmal gestiegen. Aber auch da müssen wir uns bewusst sein, dass die Börsen und auch die Notenbanken da auf den Basiseffekt schauen werden, also auf die Veränderung und nicht auf die absolute Höhe, weil die Veränderung ist eben die Inflationsrate. Und man hört jetzt natürlich auch sehr oft, naja, in entwickelten Volkswirtschaften, da geht die Bedeutung von Rohstoffen für die gesamte Volkswirtschaft ja immer mehr zurück. Man darf aber nicht vergessen, sehr viele Materialien sind eben auch aus Öl. Man braucht also Öl für die Herstellung und man braucht ja auch für den Transport von allem und jedem Öl. Und man braucht ja auch sonst für so gut wie jeden Arbeitsprozess irgendwie Energie. Und darum schlägt Energie am Ende eben doch viel stärker durch, als man so denkt. Das hat man ja jetzt auch gesehen. Nur inzwischen, wo der Ölpreis wieder fällt, ist das umgekehrt eben möglicherweise auch wieder eine Perspektive. Und es wird auch viel gesprochen von der Bedeutung der Inflationserwartungen. Die spielen auch eine große Rolle. Nur interessanterweise hier eine Grafik von Full Stack Economics. Auch die Inflationserwartungen hängen interessanterweise am Ölpreis stark. Zumindest in der Vergangenheit war es oft so. Das heißt, auch das, was an Inflationsdruck aus den Erwartungen kommt, könnte überraschenderweise zurückgehen. Und es gibt noch andere Faktoren. Nehmen wir die Lieferkettenprobleme und die Frachtkosten. Das hier ist der Baltic Dry Index. Das ist ein Preisindex für die Schiffsfracht. Auch da sind die Kosten ja wirklich explodiert. Sie sind aber auch, und das ist weniger beachtet worden und es ist weniger darüber berichtet worden, jetzt wieder stark zurückgekommen. Von ihrem Hoch im Mai sind sie um 2/3 gefallen inzwischen und von ihrem Hoch 2021, da haben sie sich sogar gefünftelt. Das gleiche Bild bei den Containern, der Chart hier ist von Freightos, da ist es nicht ganz so drastisch, aber auch da haben sich die Kosten inzwischen mehr als halbiert. Und außerdem sehen wir ja in vielen, vielen Bereichen eine Entspannung bei der Knappheit und bei den Lieferketten. Sogar da, wo es am schlimmsten war, nämlich bei den Halbleitern. Die Nachfrage nach Elektronik, die ist erstmal pandemiebedingt stark gestiegen. Sie geht jetzt aber wieder zurück. Und gleichzeitig sind aber die Investitionen im Halbleitersektor im Vergleich zu vor Corona um 90% nach oben gegangen. Und viele Halbleiterpreise fallen ja auch schon wieder stark.
Und passend dazu weise ich jetzt aber gleich auch noch mal kurz darauf hin auf unseren neuen Zukunftsmärkte-Report. Da geht es nämlich um den Halbleitersektor in China. Der ist in einer völlig anderen Situation, weil China ja von den USA immer mehr von Halbleiterimporten abgeschnitten wird und weil China jetzt eben dringend selbst einen eigenen leistungsfähigen Halbleitersektor mit viel Geld auch auf die Füße stellen muss. Und außerdem haben wir von den chinesischen Halbleiterunternehmen natürlich auch wieder neue Quartalszahlen mittlerweile. Die Reports von uns, die sind gratis. Dieser geht morgen raus. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, tragen Sie sich noch schnell dafür ein auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Morgen, wie gesagt, zu Aktien aus dem chinesischen Halbleitersektor. Okay. Alles in allem viele gute Gründe also für einen möglichen Inflationsrückgang in den USA. Nur, wenn sich das alles ja so abzeichnet, warum fallen dann die Börsen immer noch? Erstens, die Inflation geht jetzt nicht einfach so zurück, sondern das Ganze wird bewerkstelligt und erkauft mit einem Wachstumsrückgang durch Nachfragezerstörung. Und das wäre ja vielleicht noch nicht mal das Schlimmste. Also man könnte ja sagen, ja gut, das ist jetzt eben der Preis, den wir kurzfristig dafür zahlen müssen. Und es hat ja auch einen Erholungsversuch schon gegeben an den Börsen von Mitte Juni bis Mitte August, wo die Anleger das ja zum Teil auch schon gesehen haben und gesagt haben dann ja auch, ja, der Inflationsdruck nimmt jetzt eben wahrscheinlich ab und dann hat auch die Fed nicht mehr so den Grund, dass sie die Zinsen so stark anhebt wie bis jetzt und vielleicht kommen wir ja aus der ganzen Sache doch noch mit einem blauen Auge wieder raus. Nur, dann hat die Fed aber gesagt, nee, es ist noch lang nicht vorbei. Wir bleiben hart so lang, bis klar ist, dass die Inflation jetzt wirklich bezwungen ist. Und das ist natürlich doppelt blöd. Also jetzt haben wir nämlich Rezessionsgefahr plus steigende Zinsen. Und da kann man als Anleger ja eigentlich wirklich nur noch verkaufen. Und wir können ja auch nicht wirklich sicher sein, dass die Rohstoffpreise noch weiter fallen. Also wie schon gesagt in meinem Video vor 2 Wochen, da gab es ja auch, da habe ich ja auch angeführt, gute Argumente, die wieder für steigende Rohstoffpreise sprechen könnten, zumindest bei bestimmten Rohstoffen. Und das würde diesen Inflationsrückgang dann aber eben vereiteln. Und es gibt natürlich auch Wechselwirkungen am Markt. Jede Hoffnung auf eine Zinswende, die führt dann ja reflexartig dann auch schon wieder zu einem Kursanstieg bei Aktien und auch bei Rohstoffen. Was dann aber wieder dazu führen würde, dass diese tatsächliche Nachfragezerstörung und der tatsächliche Inflationsrückgang, dass der dann eben doch nicht so kommen könnte wie erwartet. Das Ganze ist also auch irgendwie eine fatale Schleife. Dann gibt es auch noch das Problem des Arbeitskräftemangels, auch in USA. Das ist ein Problem, da würde ich sagen, das wird man wahrscheinlich nicht ganz so schnell los. Aber trotzdem, die Inflationserwartungen, man kann es drehen und wenden, wie man will, die gehen stark zurück. Das ist die erwartete 5-Jahres-Inflation am Markt. Das ist eine Grafik von der Fed St. Louis. Man kann das errechnen, auch die Erwartungen aus dem Renditeunterschied zwischen normalen Staatsanleihen und denen, die an die Inflation gekoppelt sind. Und da sind wir jetzt eben nur noch bei ungefähr 2,4% Durchschnittsinflation. Und die Break-Even-Inflationsrate auf ein Jahr, die ist sogar nur noch bei ungefähr 2%. Ob das dann so kommt oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass diese stark fallenden Inflationserwartungen eine gute Basis dafür sind, dass sich die Börsen stabilisieren könnten und auch eine gute Basis sind jetzt nochmal für eine Kurserholung. Wahrscheinlich vor allem eben auch bei den stark zinsabhängigen Aktien, zum Beispiel aus dem Technologiesektor, sofern das Aktien sind mit halbwegs guten Fundamentaldaten. Ob das dann nachhaltig ist und ob das dann schon der große Befreiungsschlag ist, das ist dann die große Frage. Und ich würde es auch eher bezweifeln erstmal, weil eins ist klar, diese ganze rosarote Ponyhofzeit der letzten 15 Jahre, wo man die Welt versorgen konnte mit extrem billigem Geld, ohne dass das vermeintlich Konsequenzen hat, also unsere kleine Renditefarm,
Das ist erstmal vorbei. Ich glaube aber trotzdem, kurzfristig und auf der Basis dieser Daten, also Rohstoffpreise, Frachtpreise, Halbleiterpreise und so weiter, haben wir im Moment eine gute Chance, kurzfristig nochmal auf eine Erholungsrallye, und die könnte auch schon relativ bald kommen. Für Zuschauer aus Europa, und das sind ja hier wahrscheinlich die meisten, da klingt das vermutlich alles wie Hohn, weil für Europa gibt es eben nichts, was für eine Entspannung spricht. Hier ist eine Grafik aus der Financial Times, die Erwartungen für die Eurozone für 2023, was die Inflation betrifft und das Wachstum betrifft. Da geht es eben immer noch weiter auseinander. Da hat uns die Stagflation voll im Griff, und das natürlich hauptsächlich wegen den Gaspreisen. Die Gaskrise. Und die schlägt ja bei den Verbrauchern auch erst in ein paar Monaten voll durch. Und es gibt zum Beispiel eine Berechnung von Holger Schmieding von Berenberg, der sagt, wenn dieser Gaspreisanstieg voll umgelegt werden würde, dann hätten wir allein dadurch in Deutschland einen zusätzlichen Inflationsanstieg von 7 bis 8%. Es wird nicht ganz so kommen, aber irgendwer muss die Zeche natürlich am Ende trotzdem bezahlen. Und es weiß ja auch kein Mensch, was im Winter dann wirklich passiert. Und gerade zum Beispiel auch dieser Gaspreisdeckel, von dem sich die EU ja momentan ganz viel erhofft, der ist gefährlich. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Und Wladimir Putin hat ja auch schon gesagt, wenn das kommt, dann gibt es eben gar kein Gas mehr. Man muss dazu immer auch sagen, es ist nicht sicher, dass aus Russland wirklich kein Gas mehr kommt im Winter. Und wenn eben doch noch Gas kommen sollte aus Russland, dann kommen wir wahrscheinlich sogar relativ gut durch aus dem Ganzen, und europäische Aktien könnten sich dann durchaus stark erholen. Aber man muss eben auch sagen, und eins ist eben auch klar, europäische Aktien haben im Moment ein völlig anderes Risikoprofil als US-Aktien. Und darum ist mir auch nicht klar, warum sich auch jetzt der DAX immer noch so stark anlehnt an den US-Aktienmarkt. Man sieht aber am Euro zum Beispiel, es wird schon unterschiedlich eingeschätzt, USA und Europa. Wo stehen wir gerade beim Gas mit den Prognosen, mit den Füllständen? Das wäre jetzt sicherlich auch noch mal ein Thema für ein Extra-Video, wenn es jemanden interessieren sollte. Erstmal müssen wir aber zumindest davon ausgehen, dass wir im Winter wirklich sparen müssen. Und unsere härteste Waffe in diesem Konflikt mit Russland, das ist und bleibt damit der Waschlappen, die Speerspitze im Moment unserer westlichen Zivilisation. Ja, und was angeblich ja auch ganz furchtbar viel unnütze Energie verbraucht, das sind ja Internetvideos, die man sich anschaut. Also gehen Sie auch mal in sich und fragen Sie sich, ob dieses Video jetzt zum Beispiel wirklich nötig gewesen ist. Wenn Sie aber sagen, ist mir egal, mir gefallen die Videos, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie meinen Kanal auch abonnieren, dabei dann auch auf die Glocke drücken. Dann können Sie noch mehr Videos sehen von mir, und vor allem, Sie kriegen immer mit, wenn neue Videos da sind, und können sich das, was Sie interessiert, dann auch dann anschauen, wenn es aktuell ist. Es geht dann eben auch nicht mehr unter. Und abgesehen von dem Kanalabo, dafür schon mal herzlichen Dank, und denken Sie dann aber auch noch an unsere zusätzlichen Gratis-Zukunftsmärkte-Reports. Morgen, wie gesagt, ein Update zum chinesischen Halbleitersektor auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.